Willkommen zum dritten Video über die Varianz und die Standardabweichung. In den beiden Videos zuvor haben wir uns die Veranschaulichung der Varianz und der Standardabweichung beschäftigt und dann noch mit der allgemeinen Berechnungsformel. Und in diesem Video möchte ich dir anhand eines Beispiels zeigen, wie man die Varianz und die Standardabweichung berechnen kann. Schauen wir auf unser Arbeitsblatt. Dazu finden wir ein Beispiel, nämlich berechne das arithmetische Mittel der fünf Zahlen 5, 7, 1, 3 und 4. Drücke kurz auf Stopp und versuche das arithmetische Mittel zu berechnen. Gut, wenn du das berechnet hast, dann sollte bei dir 4 herauskommen. Ich zähle einfach alle Einträge zusammen und dividiere durch ihre Anzahl. Wir brauchen dieses arithmetische Mittel jetzt, um uns dann die Varianz auszurechnen. Dazu schauen wir auf diese Tabelle unten. Da haben wir in der zweiten Spalte zum Beispiel die Zahl 5. Und in der Zeile darunter wollen wir uns die Abweichung von 5 berechnen. Das heißt, wir wissen, die Abweichung, also der Durchschnitt, das arithmetische Mittel ist 4 und die 5 weicht um 1 ab. Das heißt, ich nehme einfach 5 und ziehe das arithmetische Mittel davon ab. Das heißt, die Zahl 5 weicht um 1 ab. Und diese Abweichung quadrieren wir jetzt noch. Das heißt, ich rechne 1 zum Quadrat und erhalte 1. Drücke jetzt wieder auf Stopp und versuche, die restlichen Werte in dieser Tabelle analog zu berechnen. Wenn du das gemacht hast, dann sollten bei dir folgende Werte herauskommen. Wir sehen zum Beispiel, die Zahl 7 ist um 3 größer als mein arithmetisches Mittel und diese 3 wird dann quadriert und ich erhalte 9. Beim 1er zum Beispiel haben wir eine negative Abweichung. Das heißt, die 1 ist um 3 kleiner als das arithmetische Mittel. Durch das Quadrieren allerdings wird diese negative Zahl positiv und ich kann dann sinnvoll weiterrechnen. Wir haben also in dieser dritten Zeile das Quadrat der Abweichungen vom arithmetischen Mittel. Drücke jetzt wieder auf Stopp und berechne das arithmetische Mittel von diesen quadratischen Abweichungen. Das heißt, von der dritten Zeile. Berechne das arithmetische Mittel von den Werten in der dritten Zeile. So. Dann sollte bei dir Folgendes herauskommen. Du hast 1 plus 9 plus 9 plus 1 plus 0. Wir dividieren durch ihre Anzahl, die ist 5 und erhalten als Varianz 4. Die Varianz, ich wiederhole noch einmal, ist die durchschnittliche quadratische Abweichung vom arithmetischen Mittel. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber wenn wir das mit dieser Tabelle machen und uns an unser Beispiel mit den Holztürmen erinnern, dann wird das Ganze greifbarer und verständlicher. Wir haben eine Varianz von 4 und daraus können wir auch gleich die Standardabweichung uns berechnen. Wir ziehen einfach die Wurzel aus 4 und erhalten 2. Diese Tabelle ist einfach nur ein Hilfsmittel, um die Varianz zu berechnen und erweist sich als sehr hilfreich.